jeder frei, ja? Okay, dankeschön. Auch 9-Euro-Ticket gekauft? Ja, ist praktisch, praktisch, ne? Ja, kann man einfach in Zug steigen und muss sich um nichts kümmern, kann einfach... Wohin wollen Sie denn? Hannover? Ich will nach Frankfurt. Frankfurt, Hannover. Oh. Okay, naja, hab jetzt ein Euro-Ticket, steig einfach aus und nächste wieder. Okay, mhm. Ist ja alles ganz einfach, man braucht ja keinen Plan. Mhm. Ja, und sonst so? So. Ja. Ist noch jemand zugestiegen? Die Fahrkarten bitte. Ich hab das Ticket. Akku leer. Eine Situation, vor der ich persönlich so ein bisschen Horror habe. Ich bin mittlerweile so, dass ich, kannst du das ausmachen, danke. Ich bin mittlerweile so unterwegs, dass ich auf Papier, so weit es möglich ist, verzichte. Ne, nicht? Man muss sich nicht immer alles ausdrucken, gerade wenn man viel auf dem Smartphone haben kann. Und bei Tickets ist es ja so. Und ich bin schon öfter mit einem digitalen Ticket in den Zug gestiegen. Aber ich hatte jedes Mal echt Stress. Ich dachte, was passiert eigentlich, wenn das dumme Ding nicht funktioniert? Was passiert dann eigentlich? Und diese Gedanken muss ich mir im Vorfeld machen. Wenn man sich so auf ein elektronisches Gerät verlässt, muss man sich darauf vorbereiten, dass das unter Umständen auch mal leer sein kann. Und dann ist es gut, eine Powerbank dabei zu haben. Dann ist es gut, vorbereitet zu sein. Mir ging das gerade mal im Winter so. Da war ich den ganzen Tag unterwegs und hatte das, ich glaube, hier oder einstecken. Und im Winter ist es so, dass so die Handy-Akkus mit der Kälte auf einmal relativ schnell Saft verlieren. Weil Kälte mögen solche Akkus nicht. Und auf einmal steht man da und hat keinen Strom mehr. Das ist nur ein banales Beispiel. Vielleicht beim Autofahren ist es ja ähnlich. Mittlerweile kommen immer mehr E-Autos auf die Straßen. Da muss man auch schon im Vorfeld planen, an welchen Stellen mache ich Pause und tanke vielleicht nach. Und so gibt es verschiedene Dinge, wo wir im Leben vorbereitet sein müssen. Am Himmelfahrtstag vor 3 Tagen, Donnerstag, hat Jonathan uns eine sehr geniale Predigt darüber gehalten. Und er hat erzählt, dass er großer James-Bond-Fan ist. Ich bin das auch. Und da bei James Bond gehört es zum Beispiel dazu, dass er vorbereitet wird. Ne? Dann gibt es einen Menschen da beim Geheimdienst, der ihn vorbereitet, der ihm diverse Ausstattung mitgibt. Und es ist für alle Bereiche unseres Lebens oft so wichtig, vorbereitet zu sein. Bei der Feuerwehr haben wir es schon gehört. Sie müssen vorbereitet sein, um in diesen Einsatz zu gehen. Aber was bedeutet das eigentlich für uns als Christen? Was bedeutet das für uns als Gemeinde, vorbereitet zu sein? Jesus hat, und das lesen wir gerade in Matthäus 24 und 25, die sogenannten Endzeitreden gehalten. Und Jesus hat diese Reden gehalten, um uns als Christen, um uns als seine Nachfolger auf die Zeit vorzubereiten, bevor er wiederkommt. Und er hat dort verschiedene Dinge erklärt und hat verschiedene Dinge erzählt, was eben passiert, wenn er aus dem Himmel wieder zurückfährt. Und gerade in dieser Zeit, wo wir von Himmelfahrt herkommen, Jesus also zu seinem Vater in den Himmel aufgefahren ist, und so im Hinblick auf Pfingsten lohnt es sich auch, darüber hinaus zu gucken und zu gucken, was passiert eigentlich oder was erwartet Jesus von uns, wenn er wieder zurückkommt. Ihr könnt das auch gerne mal nachlesen, was dort so in diesen beiden Kapiteln speziell steht. Ich möchte nur, das mache ich jetzt als kleinen Einschub, euch davor warnen, das als Katalog zu nehmen und abzuhaken. Jesus hat diese Dinge, die er da erzählt, nicht uns erzählt, damit wir in die Weltgeschichte mit diesem Katalog gucken und abhaken können. Ah, das ist gerade passiert, das noch nicht, Jesus kommt noch nicht wieder und erst wenn diese Liste erfüllt ist, wird er wiederkommen. Warum das nicht so ist, das werden wir gleich noch hören. Aber es geht ihm vielmehr darum, dass wir bereit sind und nicht um uns Dinge an die Hand zu geben, uns deutlich zu machen, pass auf, das und das muss erst passieren, damit ich wiederkomme. Und das ist mir in den letzten 2 Jahren des Öfteren eben begegnet, dass Christen genauso unterwegs sind. Denn auf einmal, wo uns eine Pandemie oder auch der Krieg in der Ukraine auf einmal sehr wesentlich betrifft,
haben wir den Eindruck, jetzt ist Endzeit, jetzt dauert es nicht mehr lange, weil diese beiden Ereignisse da sind. Dass es aber in den letzten 2000 Jahren schon viel schlimmere Pandemien und viel schlimmere Kriege gegeben hat, das verdrängen wir vielleicht. Und vor allen Dingen hat Gott sowieso eine ganz andere Zeitrechnung. Ne? Gott sagt, für mich sind 1000 Jahre wie ein Tag. Und aus Gottes Zeitrechnung sind wir heute genauso nah an der Endzeit dran oder an dem Wiederkommen Jesu, wie schon vor 2000 Jahren die Menschen. Es kommt Gott gar nicht darauf an, genau zu sagen, was wann passiert, sondern es kommt ihnen auf unsere Herzenseinstellung an. Und genau darum soll es heute gehen. Und da habe ich euch eben ein Gleichnis mitgebracht, das uns in dieser Predigtreihe auch vorgegeben ist. Das steht in Matthäus 25, 1 bis 13. Und das möchte ich euch einmal vorlesen. Und ihr könnt, wenn ich den Drücker angemacht habe, dann auch gerne einmal mitlesen. In dieser Zeit wird es mit der Himmelsherrschaft, mit dem Reich Gottes nach Luther, und hier auch kurze Erklärung, Jesus hat gesagt, das Reich Gottes hat mit ihm schon begonnen. Also wir leben in dieser Zeit des Reich Gottes, der Himmelsherrschaft. Sein wie mit 10 Brautjungfern, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen handelten klug und 5 von ihnen waren gedankenlos. Die Gedankenlosen nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten neben ihren Fackeln auch Ölgefäße mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Um Mitternacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen! Da standen die Brautjungfern auf, richteten ihre Fackeln her und die Gedankenlosen sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Doch diese entgegneten: Das geht nicht, unser Öl reicht unmöglich für alle. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch welches. Während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit in den Hochzeitssaal. Dann wurden die Türen verschlossen. Schließlich kamen die anderen Brautjungfern und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Doch der Bräutigam wies sie ab. Euch muss ich sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, sagte Jesus, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde. Ein Gleichnis, was Jesus aus der damaligen Lebenswelt erzählt, aus der Lebenswelt der Leute in dem Land, wo er war. Wir können mit diesen Traditionen nicht mehr so richtig was anfangen. Deshalb möchte ich euch so eine kleine Erklärung noch dazu geben. Gar nicht so sehr in die Tiefe, aber zumindest so, dass ihr ein bisschen versteht, worum geht es hier eigentlich, was erzählt Jesus eigentlich. Also die israelischen Hochzeitsfeiern, teilweise auch heute noch, die gingen über mehrere Tage. Man hat ein Hochzeitsfest teilweise eine ganze Woche lang gefeiert. Und da es eben sehr heiß war, hat man diesen Anfangszug der Hochzeit in die Abendstunden verlegt. Und so war es üblich, dass der Bräutigam mit seinen, was ist denn männliche Brautjungfer? Ich weiß es gerade nicht. Also mit seinen Brautjungen vielleicht, okay, genau. Also mit den Männern losmarschierte, um die Braut abzuholen. Und auf dem Weg dorthin haben sie eben die Brautjungfern eingesammelt und sind dann zum Haus der Braut gegangen, um sie dann zum Fest zu geleiten. Und die Brautjungfern hatten eben die Aufgabe, diesen Zug mit ihren Fackeln zu begleiten. Und das sind nicht diese typischen Öllampen gewesen, die man im Haus hatte, weil die wären draußen ausgegangen, sondern man hatte, und das habe ich hier einmal so in klein vorbereitet, man hatte so Stecker, wahrscheinlich ein bisschen größer, um die man Stoff gewickelt hat. Und dieser Stoff, der wurde dann eben mit Öl getränkt und angezündet. Und ist vollkommen klar, wir haben da so viel über die Feuerwehr gehört, da darf ich auch ein bisschen Feuer machen. So, dann hat man also diese Stofflappen mit Öl getränkt und hat sie angezündet. Nun ist es aber vollkommen klar, dass dieses Öl irgendwann abbrennt. Und so war es nötig, dass man immer wieder diese Stofflappen mit Öl nachgetränkt hat, weil ja so eine Holzfackel kein eigenes Ölbehältnis hat. Und wenn man eben kein Öl hatte, um das nachzufüllen, gingen sie irgendwann aus. Damit das jetzt hier nicht ganz so gefährlich ist, mache ich diese mal aus und mache euch stattdessen mal
diese Ölfackel als Gleichnis an, als Bild an, denn hier haben wir schon ein Docht drin und Öl unten drunter. Aber was passierte also? Die Brautjungfern hatten also die Aufgabe, ihre Fackeln in Ordnung zu halten. Das heißt, sie mussten sich darum kümmern, dass überschüssige Rußreste ab waren, dass der Stoff ordentlich gewickelt war und das Öl dafür da war. Das heißt also, da gehörte eine gewisse Vorbereitung, da gehörte eine gewisse Sorgfalt mit dazu. Man musste sich vorher überlegen, was brauche ich alles, was nehme ich mit und halte ich das, was ich hier benutze, in Ordnung. Und wenn der Stoff zu verrußt war, wenn er schon verkohlt war, dann brachte es auch nichts, neues Öl drauf zu tun. Also die Vorbereitung, Stoff wickeln, Öl drauf machen und immer wieder Öl nachfüllen, damit nur das Öl verbrannte und nicht der Stoff. Wenn jetzt hier Jesus also, ich lasse den mal sicherheitshalber hier, falls hier noch was passiert. Wenn Jesus hier jetzt also das Beispiel erzählt, dass wir 5 törichte oder unkluge oder vielleicht sogar dumme im heutigen Deutsch Frauen haben, dann und 5 kluge, dann bezieht er sich genau darauf. Es geht hier in diesem Gleichnis gar nicht ums Schlafen, sondern es geht gar nicht darum, dass sie geschlafen haben, weil geschlafen haben alle, sondern der Knackpunkt ist tatsächlich, dass die einen nicht gut vorbereitet waren, dass sie leichtfertig waren, dass sie sich nicht darum gekümmert haben, was ihre Aufgabe ist und was sie betrifft, und die anderen, die sehr gut vorbereitet waren. Um diesen Punkt geht es hier, Jesus, in diesem Beispiel. Und wenn er dann eben am Ende sagt, seid also wachsam, könnte man auch sagen, seid also achtsam, weil es sich eben auf dieses seid wachsam in der Vorbereitung bezieht und nicht auf das Einschlafen. Nur so viel mal als Vorschub zu dem Gleichnis. Und ich habe uns mal so 3 Fragestellungen mitgebracht, die uns mal so ein bisschen durch dieses Gleichnis begleiten sollen. Und die erste ist, bist du persönlich innerlich bereit? Bist du persönlich innerlich bereit dafür, dass Jesus wiederkommt? Diese Frage begleitet diejenigen, die Himmelfahrt da waren, auch schon seit 3 Tagen. Jo hat uns in der Gottesdienstleitung direkt am Anfang schon diese Frage gestellt. Was ist, wenn Jesus morgen wiederkommt? Und ich weiß nicht, ob ihr euch später beim Spaziergang darüber unterhalten habt oder ob du am Donnerstag da warst, dir in den folgenden Tagen diese Gedanken gemacht hast. Aber ich möchte dir diese Frage eben nochmal stellen. Was wäre oder was ist, wenn Jesus morgen wiederkommt? Und das kann gut sein. Wir wissen weder Zeit noch Stunde. Bist du innerlich bereit dafür? Oder vielleicht nochmal ein bisschen zugespitzt. Was ist denn, wenn es heute plötzlich vorbei ist? Denn wir Christen oder wir brauchen ja gar nicht auf die Wiederkunft Jesu zu warten, wenn unser Leben auch schon heute vorbei sein könnte. Und wie schnell das passieren kann, wissen wir auch unter anderem seit letztem Wochenende. Ja, ein junger Mann, ungefähr so alt wie ich, junger Mann in Anführungsstrichen, ist zur Kirmes gegangen und wurde, obwohl er mit der Sache nichts zu tun hatte, erschossen, weil eine Kugel fehlgeleitet wurde von einem Streit, der zig Meter weiter passiert ist. Und auf einmal war sein Leben vorbei. Wenn du hier rausgehst, über die Straße gehst oder auf dem Bürgersteig stehst, kann es sein, dass ein Autofahrer sein Lenkrad verreißt und du wirst umgefahren. Wenn du heute Abend zu Hause sitzt, kann es sein, du hast einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt und es ist auf einmal vorbei. Wir wissen es ja nicht und das ist noch nicht mal altersabhängig. Du kannst dir nicht sicher sein, wann deine Zeit vorbei ist. Und deshalb ist die spannende Frage, bist du wirklich bereit? Bist du bereit, deinem Schöpfer entgegenzutreten? Und ich will euch jetzt nicht Angst machen, ich will euch keine Druckliste aufbauen, aber das sind ja realistische, geistliche Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Das ist eine sehr lebensentscheidende Frage sogar, nämlich sie entscheidet über das ewige Leben. Und wenn es irgendetwas gibt, wo du jetzt gerade merkst, da bin ich noch nicht bereit, und egal was es ist, das kannst nur du für sich selber entscheiden, wenn du merkst, da ist etwas, was mir Angst macht, jetzt vor meinen Schöpfer zu treten. Oder wo ich Sorgen habe oder was mir in der Beziehung zu Gott irgendwie quer liegt, dann solltest du das klären, bevor du diesen Raum heute verlässt. Ich möchte dich dazu einladen, denn Jesus benutzt das Beispiel von der Hochzeit nicht
Also er hat nicht ohne Sinn dieses Beispiel von einer Hochzeit genommen. Denn das, wozu er uns einlädt, wo wir dazu bei sein dürfen, wo wir bei sein dürfen, ist seine himmlische Herrschaft, ist sein Reich. Wir dürfen bei Gott im Himmel sein. Und die Feier, die dort ist, die Herrlichkeit, ist viel größer als jedes Hochzeitsfest, was wir uns vorstellen können. Das ist ja die Perspektive, die wir als Christ haben. Und du darfst dabei sein, ich darf dabei sein. Und das ist total genial. Aber du musst innerlich dazu bereit sein. Bist du bereit, deinem Schöpfer entgegenzutreten? Das ist eine wesentliche Frage, denn Jesus sagt, es gibt Unterschiede. Und die haben wir in diesem Gleichnis gelesen. Die Frauen, die törichten Jungfrauen sagen, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam wies sie ab. Euch muss ich sagen, ich kenne euch nicht. Jesus sagt also, es gibt ein zu spät, es gibt ein zu, es gibt ein ich kenne dich nicht. Wenn du nicht bereit bist, deinem Schöpfer entgegenzutreten, kann es passieren, dass Gott dann auch sagt, nein, Chance vertan, es ist vorbei. Aber das Schöne ist, dass Gott, dass es keine Einbahnstraße ist. Bei diesem Beispiel der verschlossenen Tür fiel mir dann dieser Vers aus Offenbarung 3, Vers 20 ein. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe, sagt Jesus, zu Christen übrigens. Kommen wir gleich noch zu. Offenbarung 3, Vers 20 richtet sich an eine Gemeinde. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er oder sie mit mir. Das heißt, Jesus sucht uns, er sucht dich und er möchte dich einladen zu sich, bei dieser Feier dabei zu sein. Und er möchte, dass du bereit bist, dass du bereit bist, bei diesem Hochzeitsfest mit ihm dabei zu sein, dass du bereit bist, diese Feier mit ihm zu gestalten. Und deshalb, wie gesagt, ich lade dich ein, nicht aus dieser Tür heute rauszugehen, ohne wirklich bereit dafür zu sein. Und wenn dich irgendwas beschäftigt, wenn du merkst, da ist irgendwas, wo ich merke, ich bin persönlich nicht bereit. Und wie gesagt, das kannst nur du selbst entscheiden. Dann sprich mich nach dem Gottesdienst an, such dir irgendjemanden, zu dem du Vertrauen hast und sprich mit ihm darüber. Weil du eben nicht wissen kannst, wann es wirklich vorbei ist. Das kann sein, dass Jesus morgen wiederkommt. Das weiß ich nicht. Aber es kann auch sein, dass es heute schon mit mir zu Ende geht. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich persönlich bereit bin. Die Frage, die daraus resultiert, ist noch eine andere. Wenn du schon bereit bist, wenn du sagst, ja, ich habe mit meinem Schöpfer alles geklärt, ich bin innerlich bereit, meine Beziehung zu Gott stimmt, ist trotzdem noch die Frage, wie lebst du? Die Frauen, die Jungfrauen, die Dummen, die Törichten, die waren auch bereit zunächst. Sie sind hingegangen, sie haben die Fackeln mitgenommen, sie haben sich hingesetzt, aber sie haben doch was Entscheidendes vergessen, was ihnen dann später zum Verhängnis wurde, wo sie doch nicht bereit waren. Und ich finde dieses Beispiel oder dieses Bild, was Jesus da benutzt mit den Fackeln, mit dem Öl, eben so passend, weil es eben um Licht geht, weil es um Strahlen geht. Und deshalb bin ich eben auf diese Frage gekommen, bist du bereit auch zu strahlen? Es gibt Bibelstellen, wo, eine Sache noch vorweg, in dem Interview hat Michael Siol gesagt, bei der Feuerwehr ist es wichtig, dass die Ausrüstung stimmt, dass sie eben alles dabei haben, die Jacke, der Helm, Sauerstoffmasken, dass sie das Werkzeug dabei haben, was sie brauchen. Für die Feuerwehr, und das ist uns sonnenklar, ist es wichtig, dass sie gut ausgerüstet sind. Aber genau das betrifft ja uns Christen auch. Und es betrifft auch das Beispiel von den 10 Jungfrauen. 5 waren nicht gut ausgerüstet, sie hatten ihr Öl nicht dabei, sie haben es nicht mitgenommen, obwohl sie es vielleicht zu Hause rumstehen haben. Sie hatten Zugriff darauf, aber sie haben sich nicht rechtzeitig drum gekümmert. Wir Christen, wir haben eine Ausrüstung von Jesus bekommen. Denn, und das ist auch da, kommen wir wieder von Himmelfahrt her. Jesus ist Himmelfahrt, da feiern wir das, zum Vater in den Himmel zurückgegangen. Mit einem Auftrag, er hat gesagt, ich gehe zu meinem Vater im Himmel und bereite dort alles für euch vor. Ich bereite euch Wohnungen. Jesus ist also im Moment im Himmel und macht Wohnungen für uns fertig. Das ist so das, was er so zum Ende Matthäus und in den Himmelfahrtsgeschichten seinen Jüngern mitgibt. Und dann sagen die Jünger, ja, sinngemäß, wir sind aber doch allein. Wenn du weg bist, wer ist dann bei uns?
Und dann sagt Jesus, ich schicke euch einen Tröster, ich schicke euch den Heiligen Geist, der bei euch ist. Und das ist die Ausrüstung, die wir haben. Dieser Teil von Gott ist jetzt bei uns. Er ist die treibende Kraft, die Ausrüstung, die wir brauchen, um nach außen hin zu strahlen. Und es bewegt mich immer wieder, wie oft wir den Heiligen Geist aus unserem eigenen Leben, aus unserer Gemeinde ausklammern. Es bewegt mich, wenn Menschen Schwierigkeiten damit haben, den Heiligen Geist im Gebet anzusprechen. Der Heilige Geist ist ein Teil von Gott. Wir reden von einer Dreieinigkeit und nicht von einer Zweieinigkeit und der Heilige Geist ist auch noch irgendwie mit dabei, sondern er ist gleichberechtigter Teil von Gott. Er gehört zu Gott. Und doch hat es der Teufel, und das sage ich jetzt mal bewusst so, geschafft, Gott zu entdreien. Nicht zu entzweien, sondern zu entdreien, indem er es geschafft hat, uns Christen irgendwie den Heiligen Geist madig zu machen. Dabei ist er derjenige, der den Auftrag hat, uns anzutreiben, und den Auftrag hat, Gottes Wort in unser Leben zu übersetzen, der uns den Auftrag hat, zu Gott hinzuführen. Und mir fiel heute Morgen noch, als ich nochmal so die Predigt durchgegangen bin, ist noch so ein Beispiel ein, als ich mich so mit dem Thema Beten beschäftigt habe. Ich habe zu Hause beispielsweise einen schweren Schrank zu schleppen und zum Beispiel mein Sohn würde mir gerne dabei helfen. Er steht schon mit schweren Handschuhen bewaffnet, er war vorher im Fitnessstudio, er ist kräftig, jetzt nicht der Yoshi vielleicht noch nicht, aber so, das ist ein Beispiel, ja? Aber selbst dem würde ich das zutrauen. So, mein Sohn ist bereit, mir zu helfen und schwirrt die ganze Zeit um mich herum. Ich mühe mich mit dem Schrank ab und er sagt, hier, ich würde bitte gerne helfen. Ich bin vorbereitet, ich habe trainiert, ich würde dir helfen. Ich ignoriere das und gehe stattdessen zum Nachbarn hin und frage ihn. Genauso machen wir das doch mit dem Heiligen Geist. Er ist derjenige, der bei uns ist, der uns helfen möchte, der von Gott dazu beauftragt ist, uns zu helfen, uns zu trösten und so weiter. Ihr könnt das gerne nachlesen. Und trotzdem beten wir an ihm vorbei und beten zu Jesus, zu Gott, aber zum Heiligen Geist, der eigentlich in uns sein sollte, der bei uns ist, beten wir nicht. Wir lassen ihn aus unserem Leben raus oder wir haben sogar Angst vor ihm. Und das finde ich sehr schade, weil genau das diese Ausrüstung ist, deren wir uns berauben. Wir berauben uns dessen, was Gott in uns hineingelegt hat. Paulus schreibt dazu in Römer 14. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken. Ihr könnt das gerne im Kontext lesen. Es ist immer wichtig, auch Bibelverse mal im Zusammenhang zu lesen. Hier geht es um Streitigkeiten unter Christen und um die Frage, was darf man essen und was nicht. Also eigentlich eine sehr banale Frage. Sondern es geht um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, wird von Gott anerkannt und von den Menschen geachtet. Lasst uns also nach dem streben, was zum Frieden und zum Aufbau der Gemeinde beiträgt. Wer Christus auf diese Weise dient, auf welche Weise? Auf die Weise, die der Heilige Geist bewirkt. Wir können Gott, wir können Jesus nur durch den Heiligen Geist dienen. Deshalb hat er ihn uns gegeben, deshalb hat er ihn uns geschenkt. Und das heißt also, wenn wir mit Gott anfangen und den Heiligen Geist aber rauslassen, dann haben wir zwar unsere Fackeln dabei, aber wenn wir sie nicht mit Öl tränken, dann sind wir töricht, dann sind wir nicht vorbereitet, dann sind wir den Angriffen des Feindes schutzlos ausgeliefert. Bist du bereit zu strahlen? Wir haben hier, ich gehe nochmal eins zurück, Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und diese Frage, die musst du dir selber stellen. Habe ich diesen Frieden Gottes in meinem Herzen? Habe ich diesen Frieden, den mir Gott durch seinen Geist gibt in meinem Herzen? Oder habe ich Unfrieden? Und dein innerlicher Friede, der hängt im Wesentlichen davon ab, wer die Nummer eins in deinem Herzen ist. Hat Gott in meinem Leben den ersten Platz? Hat Gott die erste Stelle? Auch wenn ich schon lange mit Gott unterwegs bin, kann das anders sein. Auf einmal sind andere Dinge mir viel wichtiger. Und ich dränge Gott, ich dränge den Heiligen Geist, ich dränge die Bibel aus meinem Leben heraus.
Aber davon hängt dein innerer Friede im Wesentlichen ab. Und das ist letztendlich das, was dich nach außen strahlen lässt. Und dabei reicht es eben nicht, wie bei der Feuerwehr, wenn jemand anders für dich bereit ist. Michael hat das erzählt, wenn er tatsächlich einmal sich nicht bereit fühlt, dann kann er sich darauf verlassen, dass es noch 50 andere Menschen gibt. Das funktioniert bei uns im Christsein eben nicht so. Wenn ich nicht innerlich bereit bin, dann reicht es nicht, wenn es meine Frau ist, mein Sohn, meine Gemeindemitglieder. Ich muss innerlich bereit sein. Und ob du das bist, das musst du eben für dich selbst entscheiden. Die Frauen fragen ihn: Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam wies sie ab. Euch muss ich sagen, ich kenne euch nicht. Also es gibt ein, selbst bei denen, die zu Gott gehören vielleicht, müsste man noch genauer definieren, gibt es trotzdem ein Gott, wenn Gott sagt, hä, ich kenne euch nicht. Mir ist dazu noch eben eingefallen, was Jesus zusätzlich auch dazu gesagt hat. Er genau diesen Punkt weist, hat er schon mal benannt, im Nachgang zur Bergpredigt. Am Tag des Gerichtes werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Und viele Wunder vollbracht. Doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch, ihr lebt nicht nach Gottes Gebot. Das heißt also, man kann sogar als scheinbarer Christ unterwegs sein, man kann sogar von Gott reden und trotzdem passt es innerlich nicht, ist man innerlich nicht bereit, weil man ohne Gott unterwegs ist, weil man sich seinen Geboten vielleicht innerlich widersetzt. Michael Siol hat gesagt, du kannst nicht bereit sein, wenn es innerlich nicht stimmt. Man muss sich innerlich für einen Einsatz bei der Feuerwehr, muss man sich bereit fühlen. Man muss innerlich auf der Höhe sein, um diese Extremsituationen durchzuleben. Und es gibt in unserem Leben, es gibt in deinem und meinem Leben immer wieder Extremsituationen. Und denen kannst du nicht entgegengehen ohne Gottes Hilfe, ohne dass der Heilige Geist in dir wirkt, ohne dass er Gott bei dir ist. Du kannst nicht bereit sein, wenn es innerlich nicht stimmt. Und vielleicht auch der Punkt des Lichtes. Du kannst nur nach außen strahlen, wenn du innerlichen Frieden hast. Wenn das, was du nach außen darstellst, von innen gefüllt wird. Ich hätte jetzt auch verunreinigtes Öl reintun können und nicht dieses klare Lampenöl. Wenn ich verunreinigtes Öl reingetan hätte, würde diese Lampe noch viel mehr rußen, als sie es gerade tut. Sie würde Dreck sein. Ja? Das ist das Problem, was wir bei Diesel und den verschiedenen Euronormen haben. Der Diesel wird nicht genug gefiltert und deshalb kommt viel mehr Ruß hinten raus. Diesel ist ein sehr dreckiger Kraftstoff, ein sehr dreckiges Öl. Du kannst nur das nach außen abstrahlen, was dich von innen erfüllt. Dazu habe ich im März schon mal eine Predigt gehalten. Aber das macht uns dieses Beispiel an den Lampen so deutlich. Es ist notwendig, dass wir vorbereitet sind, dass wir uns immer wieder mit Gott und seinem Geist füllen, damit wir wirklich nach außen strahlen können. Und wie du das am besten für dich selber überprüfen kannst, dazu hat uns Jesus bzw. Paulus auch noch ein paar Beispiele gegeben. Du kannst dir Galater 5 gerne nochmal durchlesen. In Galater 5 stehen verschiedene Hinweise dazu, wie wir als Christ leben können. Unter anderem spricht Paulus von der Frucht des Geistes. Was ist die Frucht des Geistes, die sich nach außen zeigt? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und sowohl im Grundtext als auch in den Übersetzungen steht hier nicht Früchte des Geistes, sondern Frucht. Alles zusammen ist die Frucht des Geistes. Sobald eine Sache fehlt, ist das nicht mehr der Heilige Geist. Und das finde ich ein gutes Maß, wie wir uns selber überprüfen können. Und es ist vielleicht eine kleine Herausforderung, wenn du dich abends mal bewusst mit diesem Vers hinsetzt und mal den Tag überdenkst und sagst, wo war ich heute nicht liebevoll? Wo war ich nicht friedlich? Wo hatte ich vielleicht negative Gedanken anderen gegenüber? Wo haben mich Dinge gestresst? Und das kann auch gut an einem Sonntag sein. Manch einer geht aus der Gemeinde heraus und hat negative Gedanken über das, was hier vorne erzählt wird. Vielleicht, weil ich gerade zu viel vom Heiligen Geist rede. Vielleicht ärgert dich das. Aber ist das dann der Heilige Geist? Du kannst für dich selber überprüfen, wo du diese Dinge in deinem Alltag gelebt hast und wo nicht. Und ob der Heilige Geist dabei war, ob Gottes Geist da drin war und ob das, was Gott in dir bewirkt hat, Früchte getragen hat. Dann bist du bereit. Und
bewusst in den nächsten Tag zu gehen mit diesem Ziel, ich möchte das so leben, auch wenn ich scheitere. Jesus ist ja dafür gestorben, das ist ja das Schöne. Aber ich möchte in diesem Bewusstsein leben, dass die Frucht des Geistes in meinem Leben zu tragen kommt und nicht so dann wirklich so nach außen strahlen kann wie diese Lampe. Dann bin ich bereit, dann bin ich bereit zu strahlen. Nochmal auf diesen Vers zurückgekommen. Jesus sagt quasi, Paulus sagt im Nachgang noch, lasst uns also nach dem streben, was zum Frieden und zum Aufbau der Gemeinde beiträgt. Und damit sind wir eben bei der Frage, was bedeutet dieses Gleichnis, was bedeutet es, bereit zu sein für uns als Gemeinde? Sind wir als Gemeinde bereit? Und auch da wieder haben wir dieses Bild der Lampe. An anderer Stelle sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Wir sind so eine Lampe für Schalksmühle. Und wir haben uns in den letzten Sonntagen damit beschäftigt, was wir so sind. Und gerade am letzten Sonntag hat uns Basti davon erzählt, dass wir alle zusammen ein Leib sind. Und die Frage, die dahinter steckt, ist ja, sind wir für unseren Ort wie eine Krankenschwester? Sind wir für unseren Ort wie eine Person, die anderen Menschen hilft, die für andere Menschen da ist? Oder sind wir eine kranke Schwester, eine kranke Gemeinde, die sich nur um die eigenen Verletzungen dreht und nur mit den eigenen Verletzungen beschäftigt sind und dadurch das Ziel verfehlt oder eben nicht bereit ist? Man kann auch als Gemeinde nach außen hin etwas anderes darstellen, als man nach innen ist. Und da lande ich wieder bei Offenbarung 3. Wir haben uns das im Hauskreis auch neulich einmal angeguckt, deshalb war mir das noch so bewusst. Aber in diesem Kapitel, Offenbarung 3, steckt eben schon einiges drin, was Jesus eben vorher auch im Bereich der Endzeitreden gesagt hat. Ich weiß alles, schreibt er der Gemeinde in Sardes, sagt Jesus, ich weiß alles, was du tust und dass du den Ruf hast, lebendig zu sein. Aber du bist tot. Wach auf! Stärke das Wenige, das noch übrig ist und kurz davor steht zu sterben. Deine Taten können in meines Gottes Augen nicht bestehen. Denke daran zurück, wie du die Botschaft empfangen und gehört hast. Halte daran fest und wende dich wieder mir zu. Wenn du nicht aufwachst, werde ich so unerwartet und plötzlich kommen wie ein Dieb in der Nacht. Als Gemeinde sind wir herausgefordert, aufzuwachen, lebendig zu sein. Und gerade wenn man so die letzten, nicht nur 2 Jahre, vielleicht auch die letzten 10 Jahre in der Gemeindeentwicklung beobachtet, kann man so manches eben wiederfinden, was wir hier in der Offenbarung bei Sardes lesen. Und da ist tatsächlich die Fragestellung, sind wir eine wache Gemeinde? Sind wir wachsam? Sind wir bereit? Sind wir strahlende Gemeinde? Sind wir Krankenschwester? Oder sind wir eine Gemeinde, die kurz davor steht zu sterben? Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. In der Feuerwehr, hat Michael gesagt, geht es darum, dass man zusammensteht, dass man sich aufeinander verlässt. Und er hat gesagt, es geht nur gemeinsam. Und dazu haben wir eben bewusst auch die letzten Sonntage so einiges gehört. Es geht nur gemeinsam. Es geht nicht, wenn Menschen allein unterwegs sind. Gemeinde ist Team. Wir sind verbunden, haben wir vor 3 Wochen gehört. Wir sind füreinander da, haben wir vor 2 Wochen gehört. Wir sind, jeder Einzelne ist unersetzbar. Wir sind alle zusammen ein Leib, der zusammengefügt ist. Mit Hand, mit Fuß, mit Bauch, mit Kopf. Wir gehören alle zusammen. Und nur gemeinsam können wir als Gemeinde strahlen. Und gemeinsam können wir nur lebendig nach vorne gehen. Gemeinde ist das Licht der Welt. Zum Thema, wir sind strahlend, kommen wir nächsten Sonntag oder übernächsten, ich weiß gerade nicht. Und wir sind fruchtbringend, auch dazu hören wir noch einiges. Das ist das, was uns als Gemeinde ausmacht und das, was uns als Gemeinde als Auftrag gegeben ist. Michael hat gesagt, bei der Feuerwehr, ne, wenn er im Urlaub ist, macht er keinen Einsatz, denn kein Einsatz ohne Auftrag. Das stimmt und das ist im Christentum auch so. Kein Einsatz ohne Auftrag. Der springende Punkt ist nur, wir haben schon einen Auftrag. Gott hat uns diesen Auftrag schon längst gegeben. Die Gemeinde hat einen Grundauftrag. Und der Grundauftrag ist nicht,
sich in dieses Haus zu verkriechen, die Wunden zu lecken, sich um sich selbst zu kümmern, sich um sich selbst zu drehen, sondern unser Auftrag ist hinzugehen, zu Nachfolgern zu machen, zu taufen und zu lehren. Der Missionsbefehl. Diesen Auftrag hat Jesus seinen Jüngern kurz vor der Himmelfahrt, bevor er zu seinem Vater gegeben ist, als Anweisung mitgegeben. Das ist der Auftrag, den wir als seine Nachfolger erfüllen müssen. Und wenn wir das nicht tun, dann hat der Satan sein Ziel erreicht. Das Beste, was passieren kann, ist, dass er uns, dass er den Leitungskreis so mit Kleinigkeiten vollmüllt, ich sage es bewusst so, dass das Beschäftigen mit dem wahren Auftrag, mit dem Ziel in den Hintergrund gerät. Und bildlich gesprochen sitzt der Satan dann vor der Tür, und ich hoffe draußen vor der Tür und nicht hier, reibt sich die Hände und freut sich, dass wir nicht vorwärts kommen, weil wir uns nur um uns selber drehen, weil wir uns nur mit unseren eigenen Problemen beschäftigen, weil wir unserem Auftrag nicht gerecht werden können. Gemeinde kann nur in zwei Richtungen gehen. Und ich habe das in meinem Leben schon so oft erlebt. Nicht nur in den eigenen Gemeinden, sondern auch in Gemeinden, die ich aus der Entfernung, aus den Besuchen mitbekommen habe. Entweder geht eine Gemeinde Richtung Beerdigung oder Richtung Erweckung. Und wir sind herausgefordert, und es ist so gut, dass wir am Donnerstag die Gemeindeversammlung haben, wo wir uns auch damit mal beschäftigen können. Wir sind herausgefordert, uns zu beschäftigen, in welche Richtung gehen wir. Gehen wir Richtung Beerdigung oder Erweckung? Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Denn davon wird abhängig sein, ob wir als Gemeinde bereit sind. Zum Schluss, die drei Fragen. Bist du bereit, persönlich deinem Schöpfer gegenüberzutreten? Bist du bereit, Gott gegenüberzutreten? Wenn es jetzt vorbei ist, wenn Jesus morgen wiederkommt oder wann auch immer. Diese Entscheidung kannst nur du selber treffen und du musst die für dich treffen. Und ich bitte dich, echt, geh hier aus dem Haus nicht raus, ohne das für dich geklärt zu haben. Bist du bereit, mit der Kraft des Heiligen Geistes nach außen hin zu strahlen? Bist du jemand, der Licht für andere Menschen ist, der nach außen hin strahlt? Oder bist du jemand, dem andere Menschen aus dem Weg gehen, der Negativität ausstrahlt, der belastet durchs Leben geht, keine Freude hat? Und bist du bereit, als Teil dieser Gemeinde unserem Auftrag, den wir haben, gerecht zu werden? Das sind diese Fragen, die uns Gott stellt. Und ob du bereit bist oder nicht, und das ist der letzte Satz, den Michael in dem Interview gesagt hat, ob du bereit bist oder nicht, kannst nur du selbst entscheiden. Ich habe jetzt viel zu lange geredet, aber das war mir so wichtig, euch das alles mitzugeben, weil es eben so wichtig für uns als Christen, aber auch für die Menschen in unserer Stadt ist, dass wir bereit sind, bereit Gottes Auftrag zu erfüllen. Diese Liebe, die Gott uns gegeben hat, diese Einladung zu seinem Hochzeitsfest uns mitzugeben. Und das ist das Ziel. Da ist mir das ganze Schlimme, was vielleicht noch passiert, total egal, weil ich dieses Ziel habe. Ich darf einmal bei Gott in seinem herrlichen Reich sein. Ich darf diese Hochzeitsfeier mit ihm feiern. Und dazu bist du, dazu sind wir eingeladen. Ich bete mit uns. Ja Gott, lieber Vater, ich finde es so genial, dass du mich, dass du uns bei dir haben möchtest und dass du in deiner Herrlichkeit mit uns feiern möchtest, egal wann sie kommt. Danke, dass du uns, dass du mich so sehr lieb hast, dass wir dazu eingeladen sind. Ich danke dir, Jesus, dass du diesen Weg freigemacht hast, dass du bereit warst, diesen schweren Weg ans Kreuz zu gehen und die Möglichkeit uns dadurch zu geben, dass du uns die Tür aufmachst, wenn wir dazu bereit sind. Danke, dass du uns so sehr lieb hast, dass du diesen Weg gegangen bist. Und danke, dass du jetzt auch schon Wohnungen für uns vorbereitest. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schön das einmal sein wird. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns bewegst, dass du uns die Kraft gibst, nach außen zu wirken, dass wir es nicht alleine tun müssen, sondern dass du es bist, der uns ja den Vater zeigt, der uns aber auch die Möglichkeit gibt und die richtigen Worte anderen Menschen von dir zu erzählen, nach außen hin zu strahlen. Amen. Yeah.